Guten Morgen, Freunde. So, erstmal einen Schluck Kaffee. Ah, der erste Kaffee des Tages ist einfach der beste. So, zum Geschäft. Ich richte jetzt hier mal meinen Geldbeutel um in so ein VanQuest Wallet RFID Security on Board. Ne? Denn mir ist hier in meinem schönen Neopren-Täschchen, was auch gar nicht so schlecht war, weil das war ein bisschen, hatte ein bisschen Volumen, da konnte ich auch noch mein Mini-EDC reinmachen, also den Nagelclipser, die kleine Mint-Taschenlampe und das kleine Victorinox. Aber da ist mir jetzt dieser angelötete Henkel hier abgerissen und jetzt steht er dann immer in der Supermarktkasse. Auf geht noch relativ gut, bloß beim Zumachen. Ja, das ist halt immer so ein bisschen, ne? Da kriegst du es ja nicht ganz zu, also da kannst du knicken, das ist blöd. Darum rüsten wir jetzt mal um und gucken mal, ob ich auch mit so einem Wallet klarkomme. Das ist natürlich etwas größer, ne? Dafür wieder ein bisschen flacher, weil das füllt man dann früher oder später sowieso wieder. Es gibt die aber auch eine Nummer kleiner, die eben nur die Hälfte sind für zwei Kärtchen zum so reinklappen. Das hat aber noch den Vorteil, dass jetzt hier hinten noch so ein normales Geldscheinefach. Aber das probieren jetzt mal aus, ob das noch taugt. Das hier sind RFID-Geschützte, glaube ich, auf jeden Fall. Oder wahrscheinlich alles, weil hier in dem kompletten Teil hier ist nochmal eine Folie eingenäht, die eben RFID-Blocking macht. Und zwar auf der High Frequency 13.56 MHz. Und das hatten meine früheren Sachen ja nicht. Darum hatte ich mir hier mal diese RFID-Blocking-Kärtchen besorgt. Das sind so einfach von innen mit Aluminium wahrscheinlich bedampfte Karton. Täschchen und schon, ich habe es ausprobiert mit dem Handy, die Dinger funktionieren wirklich. So, viel Kartenmaterial habe ich nicht. Das ist Ausweis, Kreditkarte, EC-Karte, Organspendeausweis und ein paar Visitenkärtchen. Gucken wir mal, wie man die jetzt hier, machen wir vielleicht die beiden Geldkarten mal hier rein. Es wird, doch passt, oh geil. Oftmals sind diese Ausschnitte so eng bemessen, dass wirklich nur die nackte Karte reinpasst, was in dem Fall reichen würde, weil das hat RFID-Schutz. Aber sobald ein Kärtchen noch irgendwo drin wäre, in einer Schutzhülle oder sowas, hatte ich jetzt schon ein Modell, das leider nicht funktioniert hat. Da musste man wirklich, also da hat selbst die Karte nur mit Presspassung reingepasst. Also. Und wenn er das dann immer da rein und raus friemeln muss, das ist auch Panne, wenn es so eng sitzt. Aber das ist okay. Das hat genug Platz. Jo. Gut. Den Fugi hier rein. Das ist ja irre. Da haben nur die Frauen und die Kinder noch nicht mitgekriegt, dass ich Bargeld habe. Das ist dann schon mal gleich wieder weg. Was ich noch gesehen habe, hier ist noch so ein Notfallschlüsselhalter. Ne? Da könnt ihr einen Schlüssel durchstecken. Hier ist ein Loch drin und da guckt das Schlüsselchen raus. Irgendwie so Zweitschlüssel oder irgendwas. Was ich mir aber gedacht habe, ich bin eh kein Münzverwender. Also beim Einkaufen zahle ich das meiste eh mit Karte und wenn ich Münzgeld habe, dann lasse ich es entweder im Auto oder Junior schnappt sich das. Aber ich finde, das ist nicht schlecht. Da kannst du dir entweder 1 Euro reinmachen von innen hier oder so eine Chipkarte für eben für die Einkaufswegen. Finde ich nicht schlecht. Ne? Ja, kann man mal hier so rum reinmachen und runterklappen. Dann hast du immer 1 Euro dabei für einen Einkaufswagen. Ich glaube, 50 Cent gehen nicht, dann mache ich einen Euro rein. Und dann hast du da Kleingeld oder du bist mal auf einer Autobahnraststätte, auf der Toilette, brauchst du immer Kleingeld. Ich mir noch schön Euro rein, ne? Ja, und dann gucken wir mal, ob dieses Wallet, das wird nicht zugeklippt, geklettert oder sonst was, finde ich gut, weil diese Klettdinger, wenn dann immer das nervt. Einfach zuklappen, kann ja nichts rausfallen. Die Karten gehen ja nach innen raus in die Hosentasche, schön flach. Auch nochmal kompletter RFID-Schutz. VanQuest und Tools for Chance sei Dank. Und dann bin ich da wieder einsatzbereit. So, nehmen wir mal die Casio an, ne? EDC, ja Mann, dann läuft das, ne? Das Ding hat ausgedient. EDC, Rotec A6, eigentlich coole Lampe. Ein bisschen, ja, dick halt wieder, ne? So eine Doppel-A in der Hosentasche wäre praktischer, aber das Ding hat halt USB und hat halt mal ein bisschen länger Power. Immer noch klar, Böker Plus Kit. Den werde ich wahrscheinlich erst ersetzen, wenn ich ihn irgendwann mal durch einen dummen Zufall verliere. Gentleman-Folder, gerade in der Erprobung. PSG finde ich gar nicht so schlecht. Ich war eigentlich nie Freund von Friction-Folder, weiß ich. Das war mir immer zu friggelig. Aber das Ding ist cool, das hält sowieso von allein schon sicher und für kleine, feine Schneidaufgaben. Und es ist irgendwie, ja,
Weiß ich, gefällt mir gar nicht. Aber ich trage ihn zur Sicherheit in so einem Great Eastern Cutlery Ledertäschchen. Das hat ja halt auch kein Detail und nichts. Es geht zwar schwer auf, aber du hast natürlich die Möglichkeit, irgendwie mal blöd mit dem Bein irgendwo einen Tisch oder sowas, Tischbein zu drücken, und dann drückst du das vielleicht raus, und das willst du nicht im Oberschenkel stecken haben. Darum transportiert solche Messer lieber in einem Wallet, wenn die so in der Hosentasche rumführen. Und hier noch ein PMP User in der Erprobung. Ja, auch kein schlechtes Teil. Kleine Mängel, aber okay. So, dann würde ich mal sagen, Hillbilly ist wallet-technisch wieder up-to-date. Mal schauen, wie sich so ein RFID-protected Wallet im Alltag so schlägt. Und euch sage ich dann hier schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Hillbilly. Macht's gut und geil. Guck mal, was hier noch am Tisch steht. Luzerner Regge-Tröpfli. Ja, geil. Zum Frühstück. Ja. Also Freunde. Oh, Alter. Kaffee mit Schuss läuft.